Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge von Fußballmanager L. Let's Play natürlich, als Let's Play. Und wir spielen jetzt gegen den SC Lautertal in Klammern Odenwee. Odenwald. In dieser 24. Folge. Ja, eine Info für Tobias. Das Wetter, es regnet wahrscheinlich. Das heißt, man sollte aufgrund der Platzverhältnisse mit einem besonderen anstrengenden Match zu rechnen. Man sollte mit einem Match rechnen, so rum. Setzen Sie daher vor allem Spieler mit einer guten Fitness ein. Wie wir sehen, war Lautertal besser von der Stärke her, aber wir haben auch gegen Stärkere schon öfters gewonnen, hoffe ich mal. Und wir sehen hier, wir haben eine Niederlage. Oh, ja, aber egal, drück da. Auf weiter. So, dann wechseln mal die Leute aus, sodass wir eine schöne Mannschaftsstärke haben. Vielleicht noch stärker werden. Rolf Strebinger, Dennis Sosebold. Ich lasse es jetzt so erstmal. Das sieht ziemlich gut aus bisher. Ja, und ich habe noch eine kurze. Da auf die Mail. Hab noch eine Frage. Warum sagst du jetzt auf einmal immer Moritz Kubicki? In den Anfangsfolgen hast du immer gesagt Moritz Kubicki. Weiß ich nicht. Das ändert sich auch. Ist mir gerade so eingefallen, als ich die Folgen angeguckt habe. So, und jetzt legen wir mal der Butcher. Was hat er denn gemacht? Ihr Jugendspieler Roman Butcher, 16 Jahre alt, hat sein Trainingsziel. Rechter Offensivverteidiger erreicht. Und heute haben wir deinen höchster Formgewinn. Und der Formgewinner ist Benjamin Neitzel. Mal wieder. Wow, für was steht die 18 da? Also 29 heißt der Stürmer und 18? Ach, 18 Jahre alt. So jung. Mhm. Und die 29 steht dafür Stärke. Ja. Dann hier. Pfeife an. Und da geht's. Ja, und da wir noch ein bisschen jetzt an der Musik rumschrauben müssen, ihr werdet dann schon sehen, warum, sagen wir jetzt einfach, wir sehen uns dann gleich beim Spiel. Entschuldigt für diese Sofortberechnung. Wir haben noch aus dem aus den Testspielen, aus den Freundschaftsspielen vergessen, um zu switchen. Ja, und da vielleicht seht ihr ja heute auch mehrere Spiele. Naja, ja, leider. Ja, dann wechsel mal. Oh, Rolf Springer hat eine gelbe Karte. Moritz Kubicki. Und der Kubicki für Alexander Hopfer. Thomas Jung wird für Marcel Linden. Nein, und Marcel Linden für Thomas Jung wird. Ist dasselbe. Und dann noch Oliver Lang kommt raus für niemanden. Und dann noch eine schöne Ansprache. Es steht 0-0. Wir haben uns tapfer geschlagen. Wenn es jetzt Textmodus wäre, lägen wir bestimmt schon wieder, oder? Wenn es ein Textmodus wäre, 2-0, bestimmt schon. Vielleicht sollten wir ab sofort immer mit Sofortberechnung spielen. Vielleicht sollten wir hier immer mit Sofortberechnung spielen. Ja, nein. Jedes fünfte. Nein. Jedes, ja. Jetzt machen wir weiter, Entschuldigung, das tut uns leid. Und mal schauen, was die zweite Halbzeit für uns bringt. Wahrscheinlich ein 0-0. Wir verlieren. 0-1 in der 89. Minute. So viel Pech muss man auch erstmal haben, oder? In der 89. Minute, sogar noch gegen 10, haben wir verloren. Liam Henschel hat die rote Karte bekommen. Ach, Leute, ihr müsst mal wieder gewinnen. Ja, wir sind 10 in der Tabelle, aber beim nächsten Spieltag können wir auch maximal eigentlich auf den 9. Platz rücken. Das hört sich vielversprechend an. Guck mal bei Torjäger. Moritz Kubicki. Ja, dann noch Spieltag, Statistik. So, Rolf Strebinger ist wieder drinne. Und zwar zum dritten Mal. Nein, der hat die Nummer 3, oder? Ja. Wo ist Rolf Strebinger? Ich denke mal. Der ist zum zweiten Mal drin. Ja, also der hat die Nummer 3, weil ich dachte jetzt, dass der andere schon 10 Mal drin wäre. Die Stimmen.
Was haben wir gesagt? Interpretieren Sie, wie Sie wollen, aber bitte richtig. Genau, und lass mich noch schnell was gucken. Wir haben ja heim gespielt. Hier steht ja nichts. Stand da nicht irgendwo mal, wie viel Geld wir genommen? Ach hier, wir haben 1000 Euro eingenommen. Das Stadion war zu 28% voll, also sagen wir wenig befüllt. Ja, und wir sehen uns dann gleich wieder, denn die Folge ist noch nicht vorbei. Und dann wieder mit schöner Musik. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir spielen gegen die Spielvereinigung Bensheim 2. Die sind auf Platz 9, wir sind auf Platz 10. Ja, was gibt's dort zu sagen? Fakten. Wir sind auf Platz 5 der Stärke, die auf Platz 10. Das Hinspiel ging 0-0 aus, also wir als Trainer sagen jetzt mal, ein Punkt ist drin. Eine Niederlage wäre nicht optional. Und wahrscheinlich regnet es wieder. Und ja, dann starten wir mal. Hier kann man zuerst nicht einstellen, das ist... Erwartete Zuschauerzahl sind 68. Genau, und 19. Spieltag, das heißt, wir haben noch 11 Spiele vor uns. Wir müssen jetzt ran, damit wir noch etwas weiter hoch. Genau, wir sind ja gerade auf im Mittelfeld der Tabelle. Dann auch weiter. Und also auf den Aufstieg hoffe ich ja eigentlich nicht mehr. Das glaubst du nicht mehr? Ja, glaubst du nicht mehr? Hoffen, was bist du für eine schicke Schlacht zu Bayern? Mario Stöber, Form von 14 hier. Ja, wir haben generell jetzt gerade eine gute Form bei allen Spielern, sogar bei den Auswechseln. Was heißt denn die Form eigentlich hier im Spiel? Ja, wenn man eine schlechte Form hat, dann möchte man nicht so spielen und dann ist man schlecht gelaunt. Also so eine Hälfte Moral. Ja, ungefähr. Wenn man gute Form hat, dann ist man gerade gut drauf und dann hat man mehr Lust zu spielen und das gibt dann bei den Stürmern auch meistens etwas mehr Traum. Oh, das ist gut. Vielleicht würde ich Alexander Hopfer mal für Orwell lang reintun, denn der hat hier eigentlich... Ja. Der Hopfer ist ja nicht mehr so frustriert, aber der Mario Stöber ist frustriert, das haben wir offline gemacht bei dem Mail. Er ist frustriert, weil er schon mehr als 416 Minuten waren, nicht mehr gespielt hat. Traurig. Und jetzt beginnen wir. Ja. Und ganz wichtig, bevor wir überhaupt mal was machen, Textmodus einstellen. Und wir sehen uns dann gleich mit, naja, erstmal keine Musik, aber dann... mit einer ganz bestimmten Musik. Dann und Entschuldigung, ich bin etwas verwirrt. Bis gleich im Spiel. Ja. Los geht's mit unserer ersten Aktion von Moritz Kubicki. Vielleicht habt ihr ja mal einen Pfeif im Hintergrund gehört. Von der ersten Minute ist hier ordentlich. Ich habe gerade Bus gelesen. Bis im Spiel. Und, wir haben gerade mehr Ballbesitz im Moment als unsere Gegner. Das soll nichts Gutes verheißen, denn wir haben immer verloren, wo wir ganz viel Ballbesitz hatten. Ja, das war schon öfters so. Ganz viel? Oh! Tor! Ja. Nein! Wir haben wieder. Wir haben wieder technische Probleme. Eigentlich sollte wieder. Komm, jetzt! Mach die Musik aus! Mann! Ja! Okay, das reicht. Ist auch schon 10 Minuten her. Aber wir führen 1-0, hey! Boah, das erinnert mich an die eine Situation im Hintergrund. Nach 10 Sekunden. Dumm! Habe ich immer wieder einen abgelacht. Hoffentlich habt ihr euch da ein Auch abgelacht haben. Geiles Deutsch. Glück für FC Sito! Ja. Ja. Und nein? Ja, Ecke von links, aber der ist in diesem Spiel. Wann springt es denn um auf Minute 2? Ah, jetzt. Nachspielzeit beträgt eine Minute.
Und jetzt ist Halbzeit. Entschuldigung. Also, der Marcel dachte, dann pfeife ich doch bei Anpfiff und bei Abpfiff. Naja. So ist halt, sind ihr kennt die, ja, die hobbylosen Kinder hier heutzutage. Dann wechsel mal aus. Du, Alexander Hopfer, war doch keine gute Idee für Oliver Lang. Moritz Kubicki für. Also Moritz Kubicki könnte raus für Marcel Linden. Er kommt rein. Und dann noch Dennis Hörger für. Unser Jugendakteur Benjamin Lochner. Wir haben ja Benjamin Lochner, Benjamin Neitzel. Und Marlon Speer geholt. Benjamin Neitzel ist jetzt nicht. Also, er ist schon dabei, aber nicht auf der Bank. Wahrscheinlich auf der Tribüne. Und wir loben jetzt erstmal hier den Thomas Lindelauf. Für eine Leistung mal wieder nach ein paar Monaten. Das dauert. Er war nämlich sehr. Und mach mal im Hintergrund weiter, während. Ich vorlese Stimmung in der Kabine. Ihre Spieler wirken konzentriert und scheinen zu wissen, was sie tun. Ja, wir wissen immer, was wir tun. Und er hat als Thomas Lindenlauf, Thomas Jungwirt gelobt. Rolf Streminger hat er jetzt auch gelobt. Und dann ist Osebald noch loben. Und dann geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Wir wünschen viel Spaß und okay. Es dauert ein bisschen. Entschuldigung, dass es ein bisschen so lange dauert mit den Auswechslungen. Und die nächste Chance. Ah, Möglichkeit für FC Sito. Oh, der Tränen. Und. 2-0! Mann, Hirschmann! Jetzt geht's endlich wieder los! Jetzt geht endlich unser Team wieder nach vorne, nach oben, wieder zum Sieg hin. Und wie ich gerade gesehen habe, ist dieser Trainer schon auf Level 6 und wir auf Level 1. Vielleicht schaffen wir es ja endlich mal, auf Level 2 zu bleiben. Ja, hoffentlich. 11 Meter an Bensheim. Aber lass dich da unter der Erde. Man kann sagen, muss man aber nicht. 11 Meter für... Hoffe ich mal. Ja, 11 Meter für uns und... Tor! Ja! 3-0! Wow! Und Thomas Lindenlauf, way! Auswechseln will ich nicht sehen von den anderen. Chance für FC Sito. Und das ist wirklich mal ein Spiel, wo wir endlich mal wieder hier richtig... Oh. Und jetzt auch noch, wie heißt er? Boris Haben, genau. Ja, und wie wir gesehen haben, wir 70% Ballbesitz. Das erste Spiel, wo wir endlich mal gewinnen, hoffentlich jetzt mal, obwohl wir viel Ballbesitz haben. Und wir haben jetzt schon seit über 15 Folgen nichts im Aus. Wie wird man für eine ganze Saison gesperrt? Weiß ich nicht. Ich hoffe, es ändert sich in der neuen Saison nicht, dass es irgendein Spielbug ist. Und dass wir dann das Update installieren müssen, obwohl unser Tobias es nicht will. Nein, dann müssten wir das Spiel nochmal ganz neu starten und das ist ganz ehrlich auch scheiße, denn wir haben jetzt schon angefangen. Oder wir machen ein Backup. Aber das ist jetzt eigentlich in 2 Monaten, ja, in 2 Monaten, oder? Ja, in 2 Monaten, genau, fangen wir ja dann schon an, die neue Version zu spielen. Und Schlusspfiff! Wir haben verdient gewonnen gegen Bensheim 2-1. Wollen wir echt auf mit das Spiel eigentlich ist? Ja, und die besten Spieler. Der beste Spieler war Dennis Osebold bei uns. Und ja, Tore geschossen haben. Ist jetzt egal. Schauen wir gleich nochmal. Erstmal, die Tabelle ist natürlich das Wichtigste. Und wie in dem letzten Spiel angesprochen, wir sind auf 9. Ja, und wenn wir das nächste Spiel gewinnen, haben wir sogar die Chance auf Platz 8.
Ach so, 7. Entschuldigung, ich habe die Klammer gelesen. Ja. Dann gucken wir mal, wo unsere Torjäger. Also. Wir schauen erstmal, nach welchen Spielern wir dann überhaupt schauen sollten. Und zwar nach Simon Hirschmann, Thomas Jungwirth und Thomas Lindenlauf. Genau, nach Thomas, Thomas und Simon. Dann schauen wir mal. Der erste von uns ist natürlich Moritz Kubicki. Dann kommt Alexander Hopfer und Mario Stöber. Und dann haben wir so wenige Tore geschossen. Benjamin Neitzel, Oliver Lang, Patrick Franken, Simon Hirschmann. Hirschmann kommt erst. War heute sein erstes Tor in der Saison. Hätten wir, das stand eigentlich dann auch beim Textmodus, haben wir nicht so drauf geachtet. Und Thomas Jung wird auch mit seinem ersten Tor in der Saison. Und Thomas Lindenlauf ist hier wahrscheinlich nicht mehr drauf, oder? Oder doch? Hier, Platz 96. Ja, 4 Plätze hintereinander für unsere Jungs. Das zeigt Potenzial. Und warum bist du hier auf Spielbericht? Ups, das wollte ich gar nicht. Jetzt Spieltagsstatistik. Ja, und wir sehen, Dennis Osebold ist zum zweiten Mal drin in der Elf des Tages. Und hier ist Thomas Lindenlauf und hier Simon Hirschmann bei den Torschützen des Tages. Und die geringste Zuschauerzahl finden wir auch immer ganz witzig. Funkstadt, 6 Zuschauer. Wey. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und was haben wir denn gesagt? Wir sind von der ersten Minute an gut ins Spiel gekommen. Wir haben die Ordnung behalten und Geduld bewiesen. Genau. Das sehe ich genauso. Genau. Das sehe ich auch so. Da kriegen wir sogar eine Mail. Thomas Lindenlauf erzielt sein erstes Tor. Diese Mail seht ihr wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, da wir dies beenden. Das könnt ihr euch durchlesen. Ja, und mal wieder, ich erinnere, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber die hieß zu Gast beim Tabellenführer oder so. Und da dürfen wir jetzt auch beim nächsten Spiel hin, aber diesen zu Gast bei uns. Und das seht ihr aber erst in der nächsten Folge, morgen, übermorgen. Aber auf jeden Fall seht ihr es bald und bis dahin verabschieden wir uns.